Hallöchen, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und aller guten Dinge sind drei. Deswegen gibt es heute noch eine dritte Folge von Okkult, ebenfalls Streamaufzeichnung. Ich meine, das ist jetzt einfach die dritte Folge, die dritte Runde, die ich gespielt habe. Deswegen dritte Folge. Mehr habe ich auch gar nicht mehr im Stream gespielt. Lasst mir aber gerne mal eine Info da, ob ihr das Spiel interessant findet, ob ihr das gerne nochmal sehen möchtet oder ob ihr sagt, nö, es ist mal ganz cool reinzuschauen, aber ich muss davon jetzt nicht 20 Folgen sehen, weil aktuell ist es tatsächlich so, gibt es nur diese eine Map. Ist noch im Early Access das Spiel. Ja, lasst mir mal gern eure Meinung da. In diesem Sinne, viel Spaß erstmal beim Zuschauen und dann sehen wir uns auch gern beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Gut, hier vorne ist, glaube ich, nie was anders am Auto. Ich wusste halt auch in meiner ersten Runde nicht, ob ich hier ununterbrochen rennen kann oder ob man hier irgendwie auf Stamina achten muss. Und bin die erste Runde hier mega durchgeschlichen. So. Wir gehen wie immer zuerst vorne gucken, wo das Lager ist, ob wir dort irgendwas finden. Hier habe ich mich beim ersten Mal so erschrocken. Das Spinne! So, das geht ja hier immer nicht auf. Ich habe bisher, glaube ich, noch nie was refunded bei Steam. Also das eine Spiel hätte ich gerne refunded, aber das war zu spät. Ja, aber das würde ich tatsächlich nur machen, wenn ich irgendwie mehr als 10 Euro ausgegeben hätte. Weil ganz ehrlich, die Entwickler, die haben sich hier auch Mühe gegeben. Und wenn das Spiel auf Steam 4 Euro kostet, kriegt der Entwickler, wenn er Glück hat, 2 Euro davon. Den Rest hält sich Steam. Und ja, die 4 Euro. War hier gerade irgendwas zum Öffnen? Hier. Waren alle über 20? Ja, dann könnte ich es auch verstehen. Wenn ich dann merke, das sagt mir so gar nicht zu, dann möchte ich es refunden. Aber bei 4 Euro und dann noch anzufangen zu meckern, dass das Spiel noch nicht ausgepolished ist. Das ist ein Early Access. Und für mich muss ein Spiel, ich finde das voll in Ordnung, so wie das Spiel ist. Optisch. Das ist ein Horrorspiel und ja, da hast du halt da unten mal eine flackernde Textur oder so. Aber ganz ehrlich, für 4 Euro und ich spiele das jetzt eine Stunde oder so, was soll ich denn da jetzt meckern? Also, manche Leute, weißt du, da sollen sie halt 60 Euro ausgeben. Nicht gut, dass ich hier lang renne. Sollen sie halt 70 Euro für einen AAA-Titel ausgeben? So, wenn ihnen das hier nicht gefällt. Ja, also wie gesagt, für 4 Euro. Mein Gott, die Leute. Wenn es jetzt wirklich so 20 Euro wären und ich würde sagen, das Spiel ist funktioniert vielleicht nicht, so wie Pando gesagt hat, aus technischen Gründen. Das läuft vielleicht auf meinem PC einfach nicht. Oder es ist halt vollkommen nicht das, was ich erwartet habe. Ja, aber gab es ja letztens auch auf Twitter dieses, dass ein kleiner Indie-Entwickler, er hat Spiele entwickelt mit einer Spielzeit unter 2 Stunden. Also Story, Horror-Story-Games, kurze.
Und die Leute haben das Spiel gekauft, gespielt, haben das positiv bewertet und haben das Spiel zurückgegeben, weil sie unter 2 Stunden waren. Und dann hat er auf Twitter geschrieben: Ja, sorry Leute, es tut mir echt leid, aber ich kann jetzt aktuell kein neues Spiel entwickeln, weil ich einfach keine Einnahmen generiere. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, sowas regt mich halt auf. Die Leute wollen Spiele, die Leute wollen Horrorspiele, Spannung, Spaß. Und dann bewerten die die Spiele noch positiv und geben es dann zurück. Also, da müsste aber auch Steam mal was dagegen tun. Wenn Steam merkt, das Spiel hat unter 2 Stunden Spieldauer, dann müssen sie halt sagen, hast bloß eine halbe Stunde Zeit, es zurückzugeben, weil sonst 12 Minutes. Nee, also um 12 Minutes ging es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Spiele hießen. War das? Nee, Song of Horror war das auch nicht. Das war wirklich so ein kleiner Indie-Entwickler, der jetzt deswegen kein weiteres Spiel entwickeln kann, weil er das Geld nicht hat. 12 Minutes habe ich. Also, wenn wir von dem gleichen 12 Minutes spielen, fand ich das jetzt gar nicht so Horror. Das war eher so. Das war doch das, wo du von oben in so eine Wohnung guckst, oder? Das war doch 12 Minutes, glaube ich. Was ist hier auf meinem Handy los? Okay. Genau, also das hätte ich gar nicht mehr so als Horror eingeschätzt. Aber ja, ne, halt so. Ich wiederhole mich. Ich finde es einfach daneben, wenn die Leute so Spiele aus Prinzip dann refunden, einfach nur, weil sie es können. Finde ich doof. Stimmt, ich hätte heute 5D Chess spielen müssen, weil das ist so richtig Horror. Psychologischer Horror. So, läuft der jetzt hier wieder draußen rum? Genau. Und dann halt noch so mit der Begründung: Oh, der Käse, der war super lecker, richtig. 5 Sterne Käse, mega. Aber ich bin nicht ganz satt geworden, deswegen möchte ich mein Geld zurück. Das kannst du halt nicht machen. Ja, oder dass man es so ab einem bestimmten Prozentsatz macht, ja. Ich meine, ja. Eine positive Bewertung von einem Spiel hilft einem Indie-Entwickler auch. Aber wenn er kein Geld damit verdient. Und ich glaube, ein Spiel zu entwickeln ist halt jetzt nicht so einfach. Da liegt. Nee, das ist nichts zum Sammeln. Ich dachte, da ist was, was ich mitnehmen kann. Er hat mich gesehen. Sind die clever? Oder nicht so? Ja. Die sind nicht so clever, okay. Oh Mann. Danke für dein Follow, Malaida. Danke. Ich
erstmal alles mitnehmen, was wir kriegen können. Er läuft. Ach, das hat er doch jetzt gesehen, oder was? Oh, was? Plötzlich bist du unten? Ich habe Orientierung verloren. I lost the orientation. Wo bin ich denn jetzt? Ja. Oh, hier war ich ja noch nie. Musikzimmer. Doch, hier war ich schon, oder? Hier bin ich doch gerade durchgerannt, glaube ich. Asset Flipper. Überall sind diese Dudes. Geht halt weg. Ich wollte doch mal in die Bibliothek. Ich habe doch jetzt einen Schlüssel. Aha. Sowas wie Phasmophobia, Pando? Also zumindest ist ja bei Phasmophobia, der hat ja, habe ich nur in dem Stream gesehen, der hat ja quasi auch nur Sachen dort eingekauft, fertige Assets, und so Deko, Bücher, bla bla bla. Und Häuser, glaube ich, auch. Und hat die dann für sein Spiel verwendet. Ja, also ich würde sagen, ich... Ach, der ist da draußen. Ich würde es immer mal versuchen, so um die Zeit... Ich habe auch vor 2 Jahren um Weihnachten habe ich Layers of Fear gespielt. Also manchmal bleibt die echt ungünstig irgendwie hängen an irgendwelchen Ecken. Ghost Hunters Corp habe ich noch nie gespielt, aber das habe ich eigentlich gehört, hatte auch ganz gute Bewertungen so. Ich fand eigentlich viele ganz gut. Ja, genau. Vielleicht gibt es mal Updates von so kleinen Spielen. Phasmo ist halt jetzt auch relativ
tricky geworden. Mit dem letzten Update. Haben sie wohl auch, was ich nur gesehen habe bei anderen, die Schwierigkeitsgrade ganz schön angehoben. Beziehungsweise einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad und die, die es schon gab, ein bisschen abgeändert. Finde ich ganz cool. Aber Phasmo zum Beispiel möchte ich auch nicht alleine spielen. Also. Elisabeth lebt jetzt in diesem alten, mit Schädel verzierten Spiegel zu schauen. Ich habe ihn einem afrikanischen Schamanen abgekauft. Hier habe ich an die Geschichte über verfluchte Gegenstände geglaubt. Auch Elisabeth nicht bis zu jenem Tag. Okay. Was ist das? Tür. Gerne, Pando, gerne. Also Phasmo, jetzt wo das ja wirklich nochmal ein bisschen schwieriger geworden ist, dass du nicht so viele Möglichkeiten hast, dich zu verstecken, etc. Gerne. Ghost Hunters Korb ist unterm Strich wiederum Plagiat von Phasmo, ja. Ich weiß gar nicht genau. Also was genau die Unterschiede sind zu Phasmo, was da so großartig anders ist. Du musst ja auch Beweise und sowas sammeln. Aber ich hatte eigentlich, wie gesagt, wirklich positive Stimmen gehört zu Ghost Hunters Corp. Aber ich habe es selber nie gespielt. Also ich besitze es nicht. Und habe es nie gespielt. Ach, hier sind wir jetzt rausgekommen. Oh, okay. Aber wir hatten hier ja noch eine andere Tür. Gut, dann kommen wir oben an der Treppe raus, wahrscheinlich, wenn ich richtig kombiniere. Wo ging's denn hier raus? Hier war doch irgendwo ein Fluchtweg. Oder? Werde ich ernsthaft immer noch jetzt gejagt? Das war es nicht, Nico. Okay, sobald man in den Schrank geht, sind die tatsächlich einfach weg. Aber ich bin jetzt hier wieder 10 Kilometer rumgerannt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin und wo ich vielleicht noch hin muss. Minecraft-Plagiat. Creativerse kenne ich zum Beispiel. Ach, hier ist der Eingangsbereich. Okay. Ja, genau. Decke über den Kopf und Monster ist weg. War nie da. Hier waren wir auch in der ersten Runde nur mal kurz drin.
Vintage Story. Ja, das habe ich, glaube ich, auch mal gesehen in dem Stream. Minecraft habe ich ja auch. Und ich finde Minecraft an sich auch irgendwie interessant, aber so blöd es irgendwie klingt, mir fehlt so ein bisschen. Es gibt ja eine Story rein theoretisch für Minecraft, aber irgendwie fehlt die mir. Also ich. So. Ich glaube, ich würde vielleicht lieber mal mit Leuten zusammenspielen, so ein bisschen. Oh mein Gott! Jetzt laufe ich hier auch noch voll in die Arme.